Das Schulprogramm Lebensadern der Salzburger AG vermittelt Schülerinnen und Schülern Wissen über Energie, Umwelt und nachhaltige Ressourcennutzung. Im Rahmen ihrer Green Days nimmt das Bundesrealgymnasium Seekirchen daran teil und besucht einen Workshop und das Kraftwerk Sollstufe Lehn. Der Besuch hat den Zweck, dass die Örtlichkeit kennenlernen, dass im Krafthaus auch unterwegs sind, dass sie sehen, dass da ziemlich weit oben geht, dass da unten Turbinen sind, Generator, Einrichtungen, damit sie sich da mehr vorstellen können. Die Schüler und Schülerinnen lernen, dass der Strom zwar aus der Steckdose kommt, aber dass hinten dabei auch sehr viel dran ist. Und das wollen wir ihnen da beim Kraftwerk Sollstufe Lehn vermitteln. Das Kraftwerk Sollstufe Lehn an der Salzach wurde 2013 in Betrieb genommen und dient der nachhaltigen Energieerzeugung. Mit einer Jahresproduktion von etwa 81 Gigawattstunden Strom versorgt es rund 23.000 Haushalte in der Region Salzburg. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr gespannt, was sie hier erwartet. Mich interessiert es sehr, dass ich ein Wasserkraftwerk entdecken kann und mich auch in diese Welt einleben kann. Ich möchte gerne erfahren, wie groß das Kraftwerk ist, wie die einzelnen Aufbaus sind und wie sich halt dieses alles eingelebt hat. Mich interessiert da vor allem, wie man nachhaltig Energie gewinnen kann und einfach zu erfahren, wie der Strom überhaupt produziert wird. Lernen, wie die Geräte benutzt werden und wie halt der Strom produziert wird, genau wo er produziert wird und wo das Wasser ins Spiel kommt. Die Green Days des Bundesrealgymnasiums Seekirchen sind ein jährlich stattfindendes Umweltprojekt, das Schülerinnen und Schüler aktiv in Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz einbindet. Dabei werden Workshops, Exkursionen und Projekte durchgeführt, um ökologische Verantwortung zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen praxisnah über erneuerbare Energien, Naturschutz und nachhaltige Lebensstile. Also ich selber war vor circa 3 Jahren als Studentin hier am Kraftwerk bei einer Exkursion und mich hat das sehr beeindruckt. Und als es dann hieß, wir planen die Green Days, unter anderem zum Thema Energie, ist mir das einfach gleich wieder in den Sinn gekommen. Und was einfach auch ist, die Salzburger AG stellt uns das kostenlos zur Verfügung. Das ist einfach für Schulen ein super Programm. Und die Kinder beeindruckt es einfach, wenn sie Kraftwerke und Ähnliches von innen sehen, wo man sonst nicht reinkommt. Ein weiterer Teil des Schulprogramms Lebensadern der Salzburger AG ist ein Workshop. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler alles rund ums Thema Energiewende. Es ist immer wieder eine Herausforderung, die ich aber gern annimmt. Und es ist so extrem spannend zu Themen, wo ich schon glaube, okay, da kannst du noch einen Zugang haben, wie unterschiedlich die Zugänge der jungen Leute sind. Und es ist auch bemerkenswert, bei den jungen Leuten, sie sind unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind, aber sie haben klare Vorstellungen sehr oft. Sie haben eine Einstellung zu unseren Themen und die wir dann manchmal halt aufarbeiten. Manchmal lerne ich dazu, manchmal und öfter natürlich gelingt es mir schon, denen neue Perspektiven zu öffnen und halt auch ihre Meinungsbildung ein Stück voranzubringen. Und es geht nicht darum, im Workshop jetzt die Allwissenheit zu vermitteln, sondern einen Schritt Bewusstsein zu schaffen, einen Schritt Wissen aufzubauen, damit die jungen Leute, wenn sie dann noch selbstständiger sind, halt auch die richtigen Dinge tun und unterstützen. Aber motiviert und engagiert sind die Jungen. Wir haben schon Fragen beantwortet und das war richtig cool, weil da waren voll viele neue Informationen dabei. Das finde ich voll cool, weil in der Schule muss man ja immer nachher da sitzen und zuhören, was der Lehrer tut und das aufschreiben. Und ich finde, dass das voll cool aufwärts ist, weil dann darf man auch mal selber was da, muss nicht nur sitzen und zuhören. Das Schulprogramm fördert Umweltbildung durch Workshops und Exkursionen. Das Bundesrealgymnasium Seekirchen nimmt im Rahmen ihrer Green Days daran teil, um erneuerbare Energien und nachhaltige Ressourcennutzung zu erleben.